Jetzt bei Klinik am Südring, die Familienhelfer. Möchtest du auch wieder so eine Familie? Nein! Das war der Papa. Der Papa ist nicht da wegen mir. Sag doch sowas nicht. Räum bitte auf. Nein! Nein, Emma, jetzt komm da runter vom Fenster und räum auf. Was machst du da überhaupt? Ich guck. Emma. Emma, räum jetzt hier bitte die Sachen auf. Nein, jetzt! Da! Wo willst du denn jetzt hin? Emma! Hallo! Papa! Oh, wer bist Emma? Du denn? Wer bist du denn? Hallo. Kennst du das nicht? Was machst du? Emma, kommst du bitte von dem Mann weg? Sag doch die Emma. Ganze Zeit. Papa. Wer ist denn, Emma? Los. Kennst ich du die bitte von dem Mann weg? Ich kenne ihn nicht. Emma. Ich kenne ihn nicht. Entschuldigst du dich mal bei dem Herrn? Entschuldigst du dich jetzt bitte bei dem was Herrn? Ist keine das? Ahnung, woher soll ich denn wissen, wer das Kind Emma. Ist? Sie kommt hier aus der Ausbildung. Keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Also ich habe mich vor fast einem oder einem guten Jahr von meinem Mann getrennt und seit in etwa 3-4 Wochen geht das so, dass sie auf fremde Männer zuläuft. Und ich vermute, der Alfons war krank, dass sie ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass sie mich vielleicht manchmal auch provozieren will und ja, so um Aufmerksamkeit buhlt. Meine Tochter hat gerade so eine Schock Phase. Fürs Leben bekommen hier. Also ich auch, sie umarmt immer Richter wieder Männer. Also wir kennen ihren Hallo. Mann nicht. Richter, entschuldigen Sie, bin ich hier gerade richtig? Ich kenne sie nicht. Evelyn Mende, ja. Schön, dass woher du da bist. Aber warum schreit die dann einfach? Ich habe das Gefühl, Papa. Ich komme gerade im richtigen Weiß Moment. Ich nicht. Hallo. Richter, schönen guten Hallo. Tag. Hallo, Janotte. Hallo. Richter, ich bin Kinder-, Jugend- und Familienberaterin. Darf ich gerade helfen? Ja, aber was haben wir damit zu tun? Weil gar wir sind auch wegen Eis essen. Was ist nee, denn passiert? Eis kannst du vergessen. Ihr Mann hat nichts getan. Begegnen. Das ist wirklich meine Tochter. Wir kennen ihren Mann nicht. Komm mal, also, bei aller Liebe. Ja. Ich kenne das Kind nicht. Woher ja. Ich das kennen? Es kommt aus der Türe raus. Ja. Zum ersten Mal gesehen. Nee, das Oh, jetzt macht ihr eine Szene. Ich war total glücklich auch, dass die Familienhelferin genau in der richtigen Situation kam, als Emma den Herrn umarmt hatte. Da war ich wieder hilflos, machtlos und ja, war einfach nur glücklich, dass wir jetzt Hilfe bekommen haben. Ich habe ihren Hilferuf bekommen, dass die Kleine einfach rausstürzt, wenn jemand vorbeikommt, oder war das jetzt Zufall? Nee, also sie umarmt permanent momentan fremde Männer und ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Als der Kleine ein halbes Jahr alt war, also vor gutem Jahr, anderthalb, habe ich mich von meinem, oder haben wir uns getrennt, Emmas Papa und ich, und was macht er? Er geht seiner Leidenschaft natürlich auch nach und zieht mit seiner neuen Freundin direkt nach Amerika. Und das ist natürlich weit weg. Sehr, okay. Das ist weit weg, also er hält den Kontakt über Videotelefonie. Ja. Mit der Emma geht das natürlich, mit ihm jetzt nicht. Und das läuft auch eigentlich ganz gut. Aber so seit 3-4 Wochen, jeden fremden Mann, den sie sieht, umarmt sie. Und ich weiß nicht, womit ich es mir erklären soll. Also er war viel krank in letzter Zeit und da war natürlich meine volle Aufmerksamkeit. Und der lässt sich auch momentan kaum ablegen. Dass ich halt denke, dass die Emma wirklich zu kurz gekommen ist. Habe auch viel Selbstständigkeit von ihr verlangt. Sie geht ja auch allein zur Schule und. Und dann sage ich ihr aber auch immer, dass sie nicht die fremden Männer umarmen kann. Ja. Weil wir wissen alle, um Gottes Willen, wenn sie da an, ne? Wenn okay. Ihre Vermutung, wenn ich das jetzt so raushöre, ist, dass sie einfach, weil er krank war und sie im Moment viel gebraucht hat, dass sie vielleicht Aufmerksamkeit braucht. Und kann durch die Trennung, dass es gerade der Kontakt zum Vater ist. Dann würde ich vorschlagen, lassen Sie mich Emma doch einfach mal kennenlernen und wir gehen vielleicht rein. Ja? Sehr gern. Um Geschwisterrivalitäten aus dem Weg zu gehen, ist es ganz, ganz wichtig, Kinder, die Erstgeborenen, mit einzubeziehen. Das heißt aber auch, dass man wieder ungeteilte Aufmerksamkeit dem Erstgeborenen zukommen lässt. Das heißt, wenn die Mutter zum Beispiel gestillt hat, ruhig den Papa mit einbinden und wieder exklusive Zeit mit dem älteren Kind zu verbringen, damit es sich nicht vernachlässigt fühlt. Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin die Diana. Hey! Darf ich mich zu dir setzen? Ja? Wie geht's dir? Weißt du, warum ich heute hier bin? Nein, pass auf, die Mama, die macht sich ganz schreckliche Sorgen. Weil du in der letzten Zeit, so wie, glaube ich, eben vor der Tür, fremde Männer einfach umarmst und Papa sagst. Und ich bin heute da, um das herauszufinden, warum du das machst. Ob dich was belastet oder ob du vielleicht deinen Papa vermisst oder ob du vielleicht Stress in der Schule hast. Irgendwas, warum du das machst. Okay? Magst du heute mit mir zusammen ein bisschen arbeiten? Ja? Magst du mir vielleicht sagen, warum du das machst? Nein! Magst du nicht? Okay, dann lasse ich mir mal was einfallen. Oh, ist das in Ordnung, Frau Mende, wenn ich mir diese beiden Kisten nehme? Natürlich. Ja, lassen Sie mich. Ich nehme das. Schau mal, ich sehe hier gerade die beiden Kisten.
Und ich würde gern mal wissen, ich weiß, dass dein Bruder in der letzten Zeit viel krank war. Und dann braucht er ja die Mama. Was hältst du davon, wenn wir diese Kiste für dich nehmen und die für deinen Bruder? Und du holst mal alles, was dir einfällt, was die Mama mit deinem Bruder braucht und gemacht hat und was sie mit dir macht. Zum Beispiel, was weiß ich, zur Schule bringen, wenn du vielleicht einen Schuh mitbringen magst. Oder vielleicht das Gläschen, dass ich mal so ein bisschen sehe, wie dein Alltag aussieht. Hast du Lust dazu? Ja. Durch die spielerische Aktion möchte die Familienhelferin herausfinden, ob sich die 6-jährige Emma von ihrer Mutter benachteiligt fühlt und mit ihrem jüngeren Bruder konkurriert. Das Ergebnis überrascht allerdings. Das ist meins. Und dann? Das ist auch für meinen Bruder ein Ohr. Bestens, wenn mein Bruder krank war. Okay, das war in der letzten Zeit ganz dolle, ne? Okay. Das waren meine Schuhe, das sind meine Schuhe. Was machst du mit den Schuhen? Ich renne damit. Ich mache damit in der Schule Sport. In der Schule. Und wie kommst du zur Schule? Ich gehe manchmal mit Mama, manchmal alleine. Okay, schon so großes Mädchen. Und ein Nuki. Und das ist mein Lesebuch. Dein Lesebuch? Das lese ich immer, wenn ich mit Mama schlafen gehe, lese ich ein bisschen, also meine Mama. Auch mit der Mama. Also wenn ich jetzt sehe, das sind jetzt übersichtlich, das ist aber auch, ich würde sagen, gleich viel. Magst du deinen Bruder? Hast du den lieb? Ich liebe ihn. Okay. Und also lieb es. Okay, und hast du das Gefühl, dass die Mama dich vielleicht manchmal ein bisschen vernachlässigt, dass du ein bisschen mehr Zeit mit der Mama haben möchtest? Ja. So ein bisschen? Aber ich höre auch raus, dass sie viel zusammen macht. Ne? Sie malt, sie hat Zeit nach der Schule mit ihr zu malen. Sie fährt dich zur Schule und zu den Hobbys. Ihr habt abends Rituale, in dem ihr vorlest. Also es hört sich so ein bisschen an, als kommt jeder von euch gut dran, oder? Ja. Okay. Bei meiner Aktion mit den Kisten konnte ich relativ schnell ausschließen, dass es keine Geschwisterrivalität ist. Aber warum macht sie es dann? Ich musste wieder die Nadel im Heuhaufen suchen. Aber warum machst du das denn, dass du fremde Männer umarmst und die Papa nennst? Vermisst du deinen Papa? Das sage ich nicht. Das möchtest du nicht sagen. Die Mama hat mir erzählt... Oh. Entschuldige vielmals. Tut mir leid. Als sie zu dem Postboten gelaufen ist und wieder Papa gerufen hat, gefühlte 10 Minuten nach der Aktion vorher, bin ich innerlich rasend geworden und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass es schon wieder passiert ist. Aber auf der anderen Seite war ich auch heilfroh, weil halt gerade die Familienhelferin da ist und Frau Richter es halt dann live miterleben konnte und diese Situation, denke ich, dann noch besser einschätzen konnte. Okay, ich würde vorschlagen, beruhigen Sie sich erstmal. Lassen Sie mir mal einen kleinen Moment. Wenn ich zu Emma ins Kinderzimmer möchte, ja. Wo muss ich hier hoch? Einmal die Treppe hoch, ja. Und dann sehen Sie das Zimmer. Okay, schon. Super. Tun Sie mir den Gefallen, lassen Sie mir ein bisschen Zeit. Vertrauen Sie mir, okay, ich komme gleich wieder mit ihr runter. Ich versuche ja? In der Zeit mal schlafen genau. Zu gehen. Okay, gute ja? Idee. Danke. Emma? Oh, hast du schön hier. Darf ich reinkommen zu dir? Ja. Ja? Darf ich mich zu dir knien? Ja. Was machst du denn da? Oh, da sind ganz viele Puppen. Wer ist denn das alles? Also das bin ich, das ja? Ist meine Mama, ja? Mein Bruder, mein Papi und mein Opa, der ist arbeiten und das ist meine Oma. Und die Oma, wie eine Familie. Möchtest du auch wieder so eine Familie? Nein! Das war der Papa. Der Papa ist nicht da wegen mir. Aber warum denn wegen dir? Sag doch sowas nicht. Magst du nicht drüber sprechen? Nein. Hast du Sorge, dass das vielleicht jemand hört? Magst du es mir ins Ohr flüstern? Na komm. Was ist mit dem Papa? Ach so. Na das klärt so einiges. Was hältst du davon, wenn wir zusammen mal zur Mama runtergehen? Ich weiß nicht. Ich bin bei dir. Komm. Gib mir die Hand, wir gehen zusammen runter und das kriegen wir hin. Du bist doch schon ein großes Mädchen. Tatsächlich gibt es eine plausible Erklärung dafür, warum Grundschülerin Emma seit einiger Zeit fremde Männer umarmt. Allerdings hat ihr Verhalten wider Erwarten nichts damit zu tun, dass sie ihren Papa vermisst, der in die USA ausgewandert ist. Emma, ich bin dabei.
Und das, was du mir ins Ohr geflüstert hast, das sagst du jetzt mal deiner Mama, okay? Also ich habe das Telefonat gehört von deiner Freundin. Mit der Henrike? Ja. Als ich mit ihr telefoniert habe? Es kommt wahrscheinlich öfters vor. Es geht um ein ganz besonderes Telefonat. Und zwar geht es da um Männer. Und um die Liebe. Ich weiß, um welches. Okay. Ich habe halt mit der Henrike telefoniert, ja, ne, und hatte ihr gesagt, dass ich eigentlich auch gerne wieder einen neuen Partner hätte, dass ich bereit dafür bin, dass ich offen dafür bin, mich aber nicht wirklich traue, weil ich ihr halt nicht das Gefühl geben will, dass ich jetzt einen Ersatzpapa oder so suche, ne? Dass ich ihren Papa austauschen will und wie sie das dann halt auffasst, wenn auf einmal ein neuer Mann hier im Haus mit ein- und ausgeht. Okay. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sie da gar nicht so abgeneigt ist. Ihr Verhalten, warum sie auf die Straße läuft und jeden Papa umarmt, ist, um ihnen zu signalisieren, dass sie bereit dafür wäre, weil sie auch gerne wieder Familie haben möchte. Ja. Ach, Emma. Und ich möchte, dass du glücklich sein bist. Ich bin doch mit dir und Alfons so glücklich. Die Verknüpfung, dass Emma mit ihren 6 Jahren es zulässt, dass es okay ist, dass ihr eigener Papa in Amerika ist und das neue Glück gefunden hat, aber dass Mama auch ein Recht hat, glücklich zu sein, das hat mein Herz wirklich sehr schwer berührt. Und Emma keine fremden Männer mehr umarmen, okay? Nicht den Postboten, ne? Auch wenn du den schon kennst oder den gesehen hast öfters und nicht mehr auf die Straße rennen, damit es keine Missverständnisse gibt. Versprochen? Okay, dann danke ich dir für deine Zusammenarbeit. Ja, ganz lieben Dank. Ihnen alles Gute, alles Liebe. Ich danke auch ganz herzlich. Und ich nehme jetzt mal in meine Tasche und bin ganz leise und gehe raus. Darf ich von hier Tschüss sagen? Alles in Ordnung, alles Gute. Sitzen. Danke Ihnen auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Inzwischen hat die 6-Jährige verstanden, dass ihre Mutter glücklich ist, auch ohne neuen Partner. Wichtig ist Mama Evelyn nur, dass ihre Tochter nicht denkt, sie sei der Grund für die Trennung und auch nicht glaubt, sie wolle Emmas leiblichen Vater durch einen anderen Mann ersetzen.